Du hast vielleicht keinen Bock auf deine Prüfungsergebnisse zu warten, aber ich erkläre dir in diesem Video, was es dir bringt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und wir sprechen heute darüber, was es dir bringt, auf deine Prüfungsergebnisse zu warten. Weil ich kriege immer öfter Nachrichten: Leo, jetzt war die eine Klausur so unsicher. Leo, die eine Abi-Prüfung. Ich weiß nicht genau, was da rauskommt. Ich musste noch 4 Wochen warten, bis ich mein Ergebnis bekomme. Wie kann ich aus meinem Lehrer das jetzt schon rausbekommen? Was kann ich jetzt in der Zeit machen? Soll ich 4 Wochen ins Koma gehen, damit ich das nicht aushalten muss? Und ich habe mir gefragt, mir selbst die Frage gestellt, was für ein Video kann ich dazu machen? Ich habe mir gedacht, ja, was soll ich denn sagen? Also, was soll ich sagen, außer warten? Aber dann ist mir aufgefallen, weil es auch eine Sache ist, die ich in meinem eigenen Leben gerade so krass merke, wie viel es mir selbst bringt, dass genau diese Warterei eine ganz entscheidende Eigenschaft in dir ausbilden kann, die dir später in deinem Leben so krass viel helfen wird. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und zwar geht es um die folgende Eigenschaft: positive oder zumindest emotional geladene Ergebnisse nach hinten verschieben zu können. Ihr kennt das vielleicht auch aus anderen Dingen. Beispielsweise, du schreibst einer wichtigen Person einen ganz riskanten Text, der vielleicht sehr ehrlich ist, der vielleicht sehr offen ist, der vielleicht euer aktuelles Verhältnis in Frage stellt oder auf ein neues Level heben würde, und ihr schreibt diesen Text auf WhatsApp, schickt die Nachricht ab und dann könnt ihr nichts anderes machen, bis die Person antwortet. Fuck, was wenn sie so antwortet? Was ist, wenn er so antwortet? Was wenn? Und denkst du noch, fuck, 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 fuck. Und genauso ist es ja im Prinzip mit den Prüfungen. Ihr habt die Prüfung geschrieben, ihr habt eure Sache reingegeben und jetzt wartet ihr, was kommt zurück? Was kommt zurück? Was gut ist? Was schlecht ist? Auf jeden Fall ist es eine total emotional geladene Sache. Es ist total entscheidend für euch, was da zurückkommt. Und die Fähigkeit, genau solche Rückmeldungen möglichst lange nach hinten verschieben zu können, ab dem Zeitpunkt, wo man sozusagen seine eigene Sache weggesendet hat oder seine Leistung abgerufen hat. Je weiter du sowas nach hinten verschieben kannst und desto mehr du sowas aushältst, desto erfolgreicher und wahrscheinlich auch glücklicher wirst du in deinem Leben werden. Warum? Es gibt die ganz berühmte Marshmallow-Studie. Kennt vielleicht auch manche von euch, ist sehr, sehr berühmt in der Psychologie. Da wurden Kindern im Alter von 4, 5 Jahren vielleicht ein Marshmallow hingelegt. Das Kind saß also in einem Übungsraum, Marshmallow hinbekommen. Also im Prinzip eine sehr emotional geladene Sache, also eine Belohnung im Prinzip. Aber eure Prüfungsergebnisse fungieren wie eine Belohnung, auch wenn sie schlecht sind, weil es im Prinzip eure Unwissenheit befriedigt. Deswegen ist auch deswegen eigentlich das eine positive Rückmeldung. Deswegen kann man das sehr gut vergleichen. Also, da ist der Marshmallow, was in eurem Fall das Prüfungsergebnis ist. Und das Kind hat die Möglichkeit, jetzt entweder den Marshmallow zu essen oder es wartet noch 15 Minuten, weil in dem Moment, wo es das Marshmallow bekommt, geht der Prüfer, der Versuchsleiter, raus und sagt dem Kind: Ich komme gleich wieder oder in 15 Minuten. Wenn du bis dahin den Marshmallow, den du jetzt vor dir hast, noch nicht gegessen hast, dann bekommst du noch einen zweiten. Bedeutet, wenn das Kind es schafft, diese Belohnung, diese emotionale Reaktion möglichst lange nach hinten zu verschieben, dann wird es dafür belohnt. Und man hat das getestet, hat die Kinder, die es damals geschafft haben, diesen Marshmallow nicht zu essen, im Kontrast über Jahrzehnte übersucht zu den Kindern, die ihn eben gegessen haben, und hat ganz klar feststellen können, dass diejenigen, die es geschafft haben, diese Belohnung nach hinten zu verschieben, nicht sofort das zu nehmen, was sie brauchten, sondern damit warten konnten, dass die langfristig gesünder, erfolgreicher, glücklicher waren. Und warum ist es jetzt so entscheidend, dass man auch solche in Frage stehenden Ergebnisse aushalten kann? Aus einem ganz einfachen Grund: Ihr werdet im Leben immer wieder in allen Lebensbereichen, entweder es ist eine Prüfung, wo ihr 4 Wochen warten müsst, es kann ein sehr riskanter Text, den ihr einer Person schickt, sein, wo ihr einfach mal vielleicht den ganzen Tag warten müsst, vielleicht müsst ihr auch eine Stunde warten, die euch aber wieder halbe Ewigkeit vorkommt und so weiter. Es wird immer wieder Dinge geben, dass du erst etwas machst, erst etwas leistest, erst etwas abschickst.
Und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis du eine Rückmeldung bekommst. Und das wird einfach immer so sein. Das wird immer wieder in den verschiedensten Längen, in den verschiedensten Arten in deinem Leben vorkommen. Und wenn du es schaffst, auch in dieser Ungewissheit weiter dein Leben zu führen, weiter zu agieren, beispielsweise jetzt auch, wenn während die Prüfungsergebnisse noch nicht klar sind, du vielleicht total auf der Kippe stehst, vielleicht wird es was, vielleicht wird es nicht, wird es was mit meinem 1,4 Abi, wird es was mit meinem 1,5 Abi, wird es was mit meinem 1,2 Abi, was weiß ich. Wenn du auch in dieser Zeit schaffst, dich voll auf dein Leben zu fokussieren, in der Gewissheit, dass du sowieso jetzt dein Bestes gegeben hast und du hast sowieso keinen Einfluss mehr, bis die Ergebnisse kommen. Und wenn du schaffst, auch in dieser Zeit produktiv zu sein, dich um deine Freundin zu kümmern, dich um deine Gesundheit zu kümmern, dir Gedanken über deine Zukunft zu machen, eine Reise zu planen, dein Studium Sachen zu organisieren, was auch immer du aktuell machen möchtest, dann ist es eine Eigenschaft, die du jetzt im Moment, jetzt in dieser Phase nach dem Abitur oder während du deine Prüfungsergebnisse noch nicht hast, ausbilden kannst, die dir später im Leben in allen Bereichen helfen kann. Und das zeigt einfach wieder und bestätigt wieder meine These, die ich ja immer über das Abitur aufstelle. Ich bin nicht der Meinung, dass das Abitur eine so tolle Sache ist oder dass die Lerninhalte so toll sind. Aber das Abitur ist eine Riesenmöglichkeit, genau die Eigenschaften zu entwickeln, die einem dann im Leben sehr viel helfen werden. Es ist also nicht der Inhalt in der Schule, der dir was bringt, sondern die Eigenschaften, die du durch die Dinge, die du in der Schule machen musst, ausbilden kannst, die dir dann im Leben was bringen. Und die auf die Abiturergebnisse zu warten, ist eine super Möglichkeit dazu. Deswegen nutze das Ganze und sehe das Ganze als nicht so negativ. Versuch wirklich, einfach diese Eigenschaft noch weiter auszubilden, auf Dinge warten zu können, Dinge nach hinten verschieben zu können, ist eine der wichtigsten Komponenten für Gesundheit, Erfolg und Glück. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Ich glaube, wir machen euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.